Herzlich willkommen bei Zaunpfahls Spielevideos. Ich bin der Zaunpfahl und werde versuchen, jetzt in den nächsten 20-30 Minuten die Frage zu beantworten: Ist Recycle, der Müllabfuhrsimulator, ein gutes Spiel oder gehört er selber auf den Müll? Wir werden sehen, wir werden sehen. Ich habe noch akkurat nichts selber davon gespielt. Nur gerade einmal selber kurz auf ein neues Spiel gedrückt, um zu gucken, ob es nicht schon wieder abstürzt, so wie das es gerade getan hat, direkt nach dem Spielstart. Es ließ sich einfach nicht starten, stürzte direkt am Anfang mit einer tollen Fehlermeldung ab. Aber dafür gibt es tollerweise eine Lösung im Steam-Forum. Und weil das Spiel auch auf Steam aktiviert werden muss, kriegt ihr da das sicherlich dann auch hin. Ich werde es im Zweifelsfall in der Videobeschreibung nochmal verlinken. Im Steam-Forum steht außerdem, dass die Entwickler Actalogic auch schon an einem ersten Patch werkeln und das sehr schnell beheben möchten. Entwickler Actalogic, das sagt uns doch irgendwas, oder? Ja, in der Tat. Die haben auch schon den großartigen Tow Truck Simulator oder auf Deutsch Abschleppsimulator und den Berg- und Tunnelbau, Minen- und Tunnelbau, ach, wie auch immer das Ding hieß. Ich hatte es hier im Channel. Könnt ihr ja nochmal nachschauen, wenn ihr wollt. Programmiert die beiden Sachen und noch so einigen Schrott mehr. Alles im Auftrag von UEG. Aber deswegen habe ich auch gerade die Credits mal durchlaufen lassen. Die sind gewechselt, haben ihren Publisher geändert zu Rondo Media. Und Rondo Media ist in der letzten Zeit, oder ist eigentlich in ihrem ganzen Bestehen, nie durch besonders schlechte Spiele aufgefallen, ganz im Gegensatz zu UEG. Nicht, dass die jetzt wer weiß wie toll wären, aber immerhin auch kein völliger Rotz. Und wie man das bei UEG ja des Öfteren erlebt hat. Also gut, in welche Kategorie würde Recycle fallen? Finden wir es raus. Ja, willkommen bei Recycle, dem Müllabfuhrsimulator. Du hast die Aufgabe, Kehricht statt sauber und frei von Abfall zu halten. Hooray! Missionen erledigen, Fahrten mit dem Müllwagen, Einsatzplanung managen. Ach du Schande, steckt hier richtig viel drin anscheinend. Du kannst die Umwelt schützen, indem du Müll verdichtest, verbrennst und vor allen Dingen recycelst. So werden die Bewohner von Kehrichtstadt stolz auf ihre saubere Stadt und zufrieden mit deiner Arbeit sein. Hooray! Bla bla bla. Oberfläche mit diesem Symbol ins Hauptmenü. Okay, Einstellungen. Ja. Fertigkeitsstufe. Mit jeder Stufe öffnen sich neue Funktionen im Spiel. Aha. Okay. Fortschrittsleiste. Die Menge des bereits gesammelten Abfalls. Okay. Kontostand und Uhrzeit. Jawohl. Was haben wir da noch? Eine Minimap. Wunderbar. Rotes Kreuz. Meine Position. Roter Kreis. Müllcontainer. Okay. Okay. Tagesplan mit Aufgaben. Okay. Arbeitstag endet um 16 Uhr. Okay. 20 Erfolge sammeln. Okay. Hauptmanagementfenster. Joa. Gut. Es erklärt uns also einmal alle sämtlichen Bedienungselemente. Wunderbar. Zeitplan. Keine aktiven Routen geplant. Sagt uns aber nicht, was zur Hölle wir denn tun sollen. Kann ich hier irgendwas steuern? Nö. Tastatur. Reagiert nichts. Dann klicken wir doch mal hier drauf. Übersicht. Zeigt hier den aktuellen Kontostand, Gebäude und so weiter. Ja. Route. Vorerst verfügt deine Firma über keine Müllroute. Du musst für eine Route eine Lizenz von der Stadt erwerben. Okay. Die Anzahl der vollen Mülltonnen ist ein Hinweis auf die, erzeugte Müllmenge. Okay. Die sieht doch eigentlich ganz gut aus. Nehmen wir die. Jawohl. Na, ich muss den Müll abholen fahren. Okay, Müllplatz.
Wir müssen eine Lizenz kaufen, um Müll irgendwo hinbringen zu können. Moment, das ist schattiges Fleckchen irgendwo mit Park und so. Und das scheint da ganz in der Nähe zu sein. Dann kaufen wir den doch. Ja, nehme ich. Route. Routenplanung. Kannst du die Planung für deine Müllrouten steuern? Gut, kaufen wir einen Müllcontainer. Ja. Keine Ahnung, kaufen wir einfach mal 3 Stück. Jetzt hast du mindestens 1 Mülltonne pro Müllplatz auf deiner Route. Nun, das ist an der Zeit. Na. Okay, ziehe die Mülltonne. Ah. Ja, da heute. Was haben wir denn heute? Mittwoch anscheinend ist. Miss. Ah, ich hätte die kaufen müssen. Okay. Dann kaufen wir halt die. Hä? Die Mindestanzahl an Müllcontainern, die du auf deiner Route platzieren kannst, hängt an der Stelle sicher 15. Oder muss ich jetzt 15 Dinger kaufen? Das wäre natürlich auch was. Warte, 3 haben wir. Dann kaufen wir mal noch 12. Mittwoch. Ah, tatsächlich. Okay. Müllplatz. Muss ich auch irgendwas verkaufen? Das ist Platz für 6 Recycling-Container für jede Art von Abfall. Dann kaufen wir doch auch mal 6 Stück davon. So. Und die werden wir dann donnerstags morgen machen, denke ich mal. Fahrzeuge. Aha. Wir müssen ein Fahrzeug kaufen. Ein kleiner Müllwagen. Jawohl. Jetzt brauchst du einen Fahrer, etwas Benzin und Arbeiter. Zack. Zack. Ja. 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 Mein Gott. Wie viele dämliche Dinge. Hier denn noch Benzin. Ich kann es nicht weiter betanken. Okay. Gebäude. Mülldeponie. Okay. Und dann würde ich sagen, versuchen wir doch mal mit dem Ding irgendwo hinzufahren. WASD. Kann man hier rauszoomen? Ah, das geht nicht. Geht nur wegen der Mauer nicht. Okay, wo geht's denn hier nach draußen? Da geht's raus. Fahre dicht an die Mülltonnen auf der Route. Okay. Wo sehe ich denn die? Merp. Karte kann ich ein- und ausblenden. Okay. Handbremse. Was hier für lustige Symbole? Hinten aufsteigen zum Fahrzeug, okay. Wie, für heute keine Routen geplant? Natürlich! Die hier, schattiges Fleckchen. Haben wir geplant. Oder soll man die dann für morgen einstellen? Was ist denn das hier für ein Käse? Bank, ich kann Darlehen aufnehmen. Ja, okay. Ja. Aber wenn wir heute nichts zu tun haben, dann fahren wir doch wieder zurück. Ich denke mal, das Rote soll mir sagen, dass ich hier parken darf oder so. Keine Ahnung. Sehr schön. Parken. Nächster Tag.
So. Jetzt können wir zum schattigen Fleckchen fahren. Ja, das ist ja super. Die Handbremse wieder leer machen. Dann machen wir das doch auch. Uiuiui. Steuerung ist, naja. Sage ich jetzt mal nichts zu. Verkehrsvergehen. Du bist bei Rot. Was? Die Ampel war doch grün. Glaube ich jedenfalls. Gibt es eigentlich noch andere Kameraperspektiven? Hm. Mit C und V tut sich auf jeden Fall nichts. Was ja eigentlich so die Standardtasten dafür wären. Naja. Versuchen wir jetzt erstmal, da zu unserem Müll zu kommen. So, Ampel ganz eindeutig grün und hinter Baum versteckt. Und da kann ich vielleicht, wenn ich hier ganz reinzoome. Nee, da ist auch Ende. Grafik-Engine ist auf jeden Fall dieselbe wie im Abschleppsimulator. Rote Ampel. Das fällt mir schon mal auf. Flimmert und flackert überall fröhlich vor sich hin. Sieht aber, muss ich ganz ehrlich sagen, nicht total übel aus. Und scheint auch eine Eigenentwicklung von Actalogic zu sein. Nennt sich Insomnia Engine. Könnte aber auch genauso gut die Unity Engine sein. Ich habe sogar den leisen Verdacht, dass die irgendwie auf Unity aufsetzt oder so. Aber das sind nur unbestätigte Gerüchte. Die Musik ist Fahrstuhlgedudel vom Feinsten. Ich glaube, die werde ich gleich erstmal deaktivieren. Ups, ups, ups. Hilfe. So. Hier sind wir jetzt irgendwo in der Nähe von Mülltonnen. Da blinkt auch eine fröhlich. Und da auch. Ich glaube, ich biege erstmal links ab. Vielleicht hätte ich aber tatsächlich mal in die Steuerung reingucken sollen. Naja. So. Dann bleiben wir jetzt mal hier stehen. Zum nächstgelegenen Müllcontainer gehen. Genau, mach das mal. Ah ja, Mannequin klettert raus. Versinkt im Boden. Latscht zur Mülltonne. Okay, cool. Müllcontainer zum Laster bringen. Jo, mach das mal. Und jetzt schiebt er da seinen Müllcontainer hier zum Laster. Ist ja super. Links inspizieren, rechts inspizieren. Was? Ja, inspizier mal. Okay. Müllcontainer ist nicht leer. Ah ja. Und wir haben Geld für Abfall erhalten. Das ist ja super. So, Container wieder wegbringen. Was ist das hier für ein lustiger Button? Müll verdichten. Okay. Können wir ja gleich dann auch mal drauf drücken. So, Müll zurückgebracht. Und ich kann ihn nicht zu einem nächsten schicken, den ich ja da vorne schon sehe. Sondern muss warten, bis er hier zurückmarschiert. Na gut. So, du bist draufgeklettert. Sehr schön. Dann fahren wir jetzt mal rückwärts hier zu der anderen Mülltonne. Haben wir eigentlich einen Stau produziert? Nö. Ups. Das hat nicht so funktioniert wie geplant. So. Ja, ja, ja. Die habe ich doch schon entdeckt, die Konsole. Danke, Spiel. Genau, geh abholen. Das habe ich doch schon gemacht. Hab wahrscheinlich nicht nah genug dran geparkt oder so. Wer weiß, wer weiß. Hoch. Juhu! Stufe 1 erreicht. Was auch immer mir das bringt. Müllcontainer ist leer. Das ist ja toll.
dann bring ihn mal wieder weg. Ist auch toll, dass der erstmal so eine Schleife läuft. Und dann hüpf mal wieder hinten drauf. Ah, ich darf sogar Gas geben. Oh. Na gut. Jetzt hab ich ihn doch vorne einsteigen lassen. Egal. Du solltest den Müll ab und zu verdichten. Ja, machen wir irgendwann mal. Aber erst gehen wir mal Müll sammeln. Will ich den abholen? Ne, ich glaube, ich fahre jetzt erstmal die Straße hier lang. Gucken, was hier hinten noch so geht. Düdüdü, wir fahren einfach mal auf den Bürgersteig. Weil, warum denn nicht? Wir können den erholen. Wo rennt der denn jetzt hin? Da hinten. Warum das denn? Und jetzt stecke ich im Verkehrsschild fest. Das ist toll. So, Müllcontainer zum Laster bringen. Hier hinten noch Mülltonnen? Ne, sieht nicht so aus. Ist er leer? Ist leer. Dann bring ihn mal wieder weg. Kann ich den jetzt zu dem anderen Müllcontainer schicken, ist die spannende Frage. Ja, kann ich. Und diesmal geht er auch anscheinend da drüben hin. Ist ja doll. Dann parken wir doch auch schon mal um. Ach ja, ist das spannend hier. Was war das denn da gerade mit dem Müllauto? Habt ihr das gesehen? Es wurde auf einmal so komisch durchsichtig. Und die Kamera bleibt hier anscheinend an jedem noch so winzigen Objekt hängen, wie zum Beispiel diesem Laternenpfahl. So, ist er leer. Jawohl, dann bring ihn zurück. Springen wir hinten drauf. Der nächste Container ist anscheinend zu weit weg. Ah, Kamera, Hilfe. So. Ah, zum nächsten oder zum nächstgelegenen Müllcontainer. Das macht anscheinend einen Unterschied. Wir gehen mal Müll verdichten. Kippen nochmal fröhlich welchen hinterher. Fahre jetzt den Laster, auch wenn er nicht noch nicht ganz voll sein sollte, zu einer Mülldeponie in der Nähe und lade den Abfall ab. Wenn du keine Deponie besitzt, kannst du den Abfall jederzeit auf einer städtischen Deponie abladen. Suche danach auf der Karte. Warum das denn? Ich habe doch hier noch Aufträge zu erledigen. Nö. Ich bin bei Rot gefahren. Ja, ja. Shit happens. Ich habe doch hier noch Jobs zu erledigen und
Mein Auto ist noch lange nicht voll. Warum soll ich den dann wegbringen? Sehe ich ja gar nicht ein. So, komm mal wieder hinten drauf, Kollege. Ist die Ampel jetzt grün? Ist sie gelb? Ist sie rot? Was soll mir das sagen? Ich fahre einfach mal. Ich bin bei rot gefahren. Nein, ich bin bei rot-gelb gefahren. 300 Bußgeld. Sollte ich mir vielleicht doch mal überlegen, das nicht allzu häufig zu machen. Das ist quasi das Einkommen von einer Mülltonne. Miep, da haben wir die nächste Tonne. Geh mal holen, Kollege. Ach ja. Schon spannend hier. Bring mal her, das Ding. Und hoch. Ist leer. Ist super. Bringst du weg. Irgendwo ist hier noch eine Tonne, die ich übersehen habe. Ah, da hinten. Jetzt habe ich aber dummerweise ein Auto hinter mir. Kletter nochmal hinten drauf. Bist du drauf? Du bist drauf. Setzen wir hier mal ganz unelegant zurück. Hilfe, was hat der denn für einen schnellen Rückwärtsgang? Und dann gehen wir die Tonne sammeln. Und einbringen. Und hoch. Eigentlich müsste das mit dem Hochmachen doch auch hier der Kollege machen, mit irgendeinem dieser vielen tollen Knöpfe hier hinten dran. Aber egal. So, wieder aufgeklettert. Ist toll, wie sich hier diese Plattform automatisch dann senkt und hebt. Völlig unrealistisch, aber toll. Da hat jemand mit Sicherheit eine Stunde dran zugebracht, das Ding zu animieren. Und da haben wir die nächste Mülltonne. Während ich hier so ganz unelegant um die Kurve eier. Und da hinten ein bisschen Landschaft. Und da hat mich ein Auto gerammt. Anscheinend. Yay, es tanzt. Kommt wohl mit der Bordsteinkante nicht so ganz klar, auf der ich da so halb drauf stehe. Naja. Toll ist nur, dass bei jedem Hüpfen auch das Menü dann hier verschwindet. Aber egal. So, nächste Mülltonne. Kann ich hier irgendwie ein bisschen reinzoomen? Ja, irgendwo da linke Seite. Okay. Dann geh mal da den Müll holen. Und wieder zurückbringen.
So, ich gehe jetzt einfach mal davon aus, dass die leer ist. Wir drücken nochmal den Verdichter-Button. So, ich glaube, ich befolge jetzt mal den Tipp von dem Spiel, den Müll wegzubringen. Auch wenn ich es nicht müsste, aber die Zeit für diese Folge ist so quasi rum. Was? Höchstgeschwindigkeit überschritten. Ach du Schande. Ja, da steht tatsächlich ein Blitzer. Wow. Nette kleine Details haben sie hier eingebaut. Das muss man ihnen lassen. Auch sonst. Rote Ampel. Na gut. Zu spät. Und auch sonst muss ich sagen, es sieht nicht ganz fürchterlich aus. Natürlich auch nicht toll, aber auch nicht schlecht. Also mit der Grafik kann man leben, finde ich. Anti-Aliasing wäre zwar noch schön, ist zwar auch eingeschaltet, aber irgendwie bringt das nicht allzu viel. Naja. So, da hinten scheint irgendwas Deponieartiges zu sein, wenn ich die Karte richtig interpretiere. Oder ist das Gelbe eine Deponie? Ich weiß es doch nicht. Das ist auf jeden Fall eine Schranke. Das ist ein Incinerator. Incinerator. Also eine Verbrennungsanlage. Und die lässt mich auch nicht rein. Dann ist wohl doch eher das Gelbe da hinten. Die Deponie. Mal gucken. Dürfen wir hier über die Wiese fahren? Ja. Dürfen wir. Geht zwar nicht sonderlich schnell, aber es geht. Unser tolles Müllautochen. Die Kamera schwenkt automatisch immer wieder nach hinten zurück. Alter, das Kurvenverhalten von der Karre ist, seltsam. Hui. Nein, ich bin nicht betrunken. auch wenn man sich das bei manchen von diesen Spielen wünscht, weil die dann vielleicht doch mal ein klein wenig besser zu ertragen wären. Aber das hier, abgesehen davon, dass die Aufgaben ultra repetitiv sind, aua. Also sich ständig wiederholen, halt 5 Meter fahren, Mülltonne einsammeln und so weiter. Naja. Weiß ich nicht. Es sieht zumindest so mit dem ganzen Freischalten und so ganz nett aus. Warum geht jetzt hier die Schranke nicht auf? Hallo? Hupen? Kann ich nicht. Verbrennungsanlage. Oder? Müsste ich zu diesem Sandsteinbruch fahren. Müllplatz. Nein. Mülldeponie. Ab Stufe 3. Ja, danke Spiel. Danke, dass du mir sagst, ich soll zu einer Mülldeponie fahren, wenn ich das noch gar nicht darf. Was soll denn der Quatsch? Okay, das ist mal stark unlogisch. Warum sagt mir das Spiel, ich soll zu einer Mülldeponie fahren und dann kann ich es nicht? Das ist doch scheiß. Naja, gut. Aber dann ist das halt so. Beenden wir diese Folge an dieser Stelle. Ich denke mal... Ja. Ja, es wird definitiv noch eine zweite Folge geben. Ich habe auf jeden Fall Lust, noch ein bisschen zu spielen. Von daher dürft ihr dann auch eine zweite Folge noch miterleben. Aber das dann an einem anderen Tag. Ich sage Tschüss und auf Wiederschauen. Sage vielen Dank fürs Zugucken, Anschauen, Abonnieren, Liken, Teilen und so weiter. Bis zum nächsten Mal. Euer Zaunpfahl.